Ja, der Israeli Netanyahu hat schon wieder Angst vor der Atombombe. Jetzt scheißt er schon wieder in die Hosen. So, es gibt ja laut Interviews, er hat eine panische Angst vor der Atombombe. Tja, auf jeden Fall ist er ein Fan von Franz Josef Strauß, hat er auch gesagt. Was machst du gerade? Nix. Ja, da könntest du mir vielleicht sagen, wo sich die Wohnung befindet, die Sozialwohnung, die du da angemietet hast, wo ich und der Sir Gunther einen Mietvertrag unterschrieben haben. Wo befindet sich die Sozialwohnung? Bitte? Ja, du hast aber mich da. Du weißt es nicht, aber es gibt's gar nicht mehr. Du bist der echte kriminelle Sau. Du bist der kriminelle Drecksau. Mein Drecksnote ist untertrieben von dem, was du bist. Du bist der größte Sau, das es gibt. So, wie lange bist du jetzt in der Garage? Wann wird der Dreck geschlossen? Ha? Man wird die Garage abgerissen. Welche Botschafter müssen noch dran glauben? Wegen diesem Scheißdreck hier. Ja, saug mir eine Zigarette. 10 Minuten kriegst du wieder was anders. Nötchen.